Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Curse. Wir müssen jetzt hier einmal ums Curry. Naja gut, wenn's so läuft. Keime Leben. Miss Sutton, ey. Was du? Miss Sutton, have you seen Master Dane? You haven't? Oh dear, I must keep looking. He has relapsed. The curse is upon him again. Ah, nicht gut. Be on your guard. Remember, he is not himself. Das heißt, muss wieder umlaschen und dann wieder was kochen, ne? Was? Okay, dann werde ich aber mal hier Abdul benutzen, dass ich mal speichere. Das habe ich jetzt schon wieder die Raumzeit nicht gemacht. Oh, der hat ein bisschen Zeug, das nehme ich mal mit. Sonst noch irgendwas Interessantes dabei? Waffen nicht. Dokumente kannst du behalten. Will kein Mensch haben. Oh, sorry, da kam ein Nieser so schnell jetzt. Hui. Aber speichern könnten wir doch mal. Jawohl. So, ja, dann gucken wir uns halt weiter um. Müssen wir doch da lang, wo ich am Ende des letzten Parts gedacht habe, wo wir lang gehen sollten. Ja, einmal ums Carré. Glaube ich zumindest. Die ballern hier auf die Leute, das finde ich nicht nett. Habe ich da eingesammelt? Schrotflintenmunition. Yeah, geilo. Die werden wir doch gleich mal testen. Die ist neu, ne? Wie viel Mun haben wir dafür? Erstmal bloß 12 Schuss, aber mei. So, erstmal laden. Die ist voll, okay. This is my boomstick. Der musste sein, Leute. Das habe ich mich bloß vor lauter Euphorie wieder verfranst, aber jetzt weiß ich wieder, wo ich hin muss. Okay. Läuft, läuft, läuft. Alles kein Drama. Was wir jetzt sehen ist. Die Kamerafahrten haben echt was von Evil Dead. Na, war der. Nee, machst du nicht. Machst du nicht. Haben wir es jetzt? Und nix bei, ne? Klar. Hast du irgendwas dabei? Nee, nix, ne? Das Einzige, was ich geschafft habe, dass ich weniger Munition habe. Und dass ich schon wieder auf die Karte gucken muss, weil ihr mich verwirrt habt. Das ist nämlich genau die falsche Richtung. Da wollte ich nämlich gar nicht lang. Ich wollte denn hier wirklich lang. Hier muss nämlich die eine Feuertreppe weiter wieder runtergehen. Beziehungsweise ich probiere mal, ob ich von der Seite aus das jetzt öffnen kann. Nope. Da sind wir jetzt rum oben gekommen. Das dürfte der... Ja, ja genau. Jetzt muss ich eine Etage tiefer, dass ich zu dem Kohlending kommen. Jawohl. Und dafür habe ich jetzt fast 5 Minuten gebraucht. Super. Backtracking vom Feinsten, Leute. Aber das stört mich jetzt gar nicht so sehr bei dem Spiel. Edge, mach doch mal auf. Dankeschön. Ich hoffe,
bloß, dass ich die Tür gleich von der Seite aus aufmachen kann und nicht wieder oben lang rennen muss. Vier Schuss für die Schrotze habe ich noch, aber ich habe ja noch die Pistole dabei. Blockiert. Das heißt, ich muss rum ums Karree. Toll. Einmal komplett rumlatschen. Joja, muss mich mal kratzen. Da hinten dürfte ja auch ein Eingang zur Cargo Bay sein. Das ging jetzt ein bisschen schneller als oben. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ja, glaube ich, nie weiter, ne? Nee. Raus. Oh, das Spiel foppt mich gerade wie nix. Main Storage ist gut. Da lag ja Darien vorher. Wo der abgeblieben ist. Vielleicht kommen wir jetzt hier auch weiter. Die Leiter können wir nicht benutzen, okay. Eieieiei. Muss ich vielleicht wieder an Deck, um zu dem Kohlenkeller zu kommen, oder wie ist das hier? Eieieiei. Tschö. Der Seite sind noch ein paar Türen, die ich noch nicht öffnen konnte. Vielleicht geht's ja jetzt. Nö, brauchen wir gar nicht drauf reagieren, das ist alles Quatsch. Hier ist die Captain's Kajüte. Können wir immer noch nichts machen. Jetzt wenigstens weiter. Er ist doch gar nicht mehr drin. Was willst du denn eigentlich? Verdammt, das ist echt ein Name für einen Bösewicht. Bupo. Kriegt mal echt Wachshausen bei dem Namen. Ich habe echt gerade keinen Dunst. Die ist verschlossen. Vielleicht kriege ich die ja mit dem Schlüssel, den ich bei habe, auf. Aha. Ihr wisst jetzt gar nicht, welche Tür ich meine, weil ich nicht gesagt habe, welche das ist. Aber hier ist nochmal so eine Dingstür. Vielleicht komme ich da jetzt mit dem Schlüssel. Also ich komme auf jeden Fall rein. Das ist schon mal gut. Hoffentlich ist das nicht das mit den Ratten. Nee, ist es nicht. Aber es geht wieder bloß nach oben. Oder geht's noch weiter? Ah! Ja. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder an Deck. Ja. Yippie! Jetzt können wir ja in den Kohlenkeller von hier aus vielleicht. Jo! Warte, ich fühle mich gerade veräppelt von dem Spiel. Ja. Danke. Ich wollte gerade zweifeln. Da könnten wir Munition auffüllen. Was haben wir denn hier? Zu.
Das Licht. Ja, das ist ja kein Ding. Ist mordoglatt. Wir haben ein paar Argumentationsverstärker dabei. Brennstoffkanister 9. Der ist denn zwar leer, aber... Unsere Knifte ist auch erstmal leer. Switch mal auf die Piste. Was wird das jetzt? Danke. Ach, unsere gute alte Pistole. Noch ein Brennstoffkanister. Okay. Das ist kein Gegner. Aha. Hat sich da so ein bisschen festgejockt. Nicht gebackt, sondern festgejockt, Leute. These people are mad. If they push the ship any harder, the engines will blow and we'll be adrift. Oh, jetzt kommen wir wahrscheinlich in den Kohlenkeller. Ach, Darien, hi, grüß dich. Ah, jetzt ist er weg. Nix, okay. Und noch irgendwas? Scheint mir nicht. Jetzt wollte ich durch die Wand rennen. Darien? Good grief. Evil Ash. Nein! Wird nicht gegrabbelt! Nimm die Hand von der Frau! Autsch! Autsch. Ich habe gedacht, ich lade doch noch ein bisschen schneller nach. Aber mei. Jetzt geh weg, du böser Fluch. Nischt. Nischt. Mentol wenigstens. Schrotflintenmunition, Jonas? Nee, oder? Kein Platz mehr für die Schrotzemunition, das ist nicht geil. Ah, das passt. Das passt sehr gut. Jo, würde ich gerne. Yeah! Wie fand ich das denn erwischt? Was gebe ich ihm denn? Einen von dem leeren Brennstoffkanister. Beziehungsweise eigentlich können wir ihm zwei geben. Natürlich die Schrotze nur mit. Jetzt können wir hier nämlich auch die Munition von dem Typen mitnehmen. Sehr geil. Ich glaube, die anderen hatten nichts. Okay, gut. Schnell. Ah, fällt mir was ein. Den Basie brauche ich aber eben auch nicht mehr. Noch die Schrote nach. Katschung. Und das soll es dann für diesen Part auch gewesen sein, Leute.
ich sage an dieser Stelle wieder Danke und hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Macht's gut.